So, hallo Leute und willkommen bei Tutorial Live TV. Ihr habt sicher das Problem, wenn ihr einen YouTube Background hochladen wollt und es von GIMP ist, dann ist bestimmt die Dateigröße wieder zu hoch. Wenn in YouTube darf man gerade eine YouTube Background von 255 KB hochladen. Deswegen möchte ich heute ein Tutorial machen und euch das erklären. Zuerst einmal braucht ihr ein Programm. Das Programm nennt sich iFanView. Das könnt ihr runterladen auf der Original Homepage. Dann packe ich den Link auch noch in die Beschreibung. Ihr geht auf die Original Homepage, geht auf Downloads und ladet euch hier das Programm runter. Und dazu noch das Plugin, das ist auch eine extra Datei, die müsst ihr einfach ausführen und installieren. So, wenn ihr dann beide installiert habt, beide Dateien, also beide Programme, geht ihr in eure GIMP-Datei, die zu groß ist, und speichert die nicht, sondern geht auf Datei, exportieren nach. Dort wählt ihr dann euren Bereich, wo ihr es hinpacken wollt, die PNG-Datei, und schreibt den Namen und am Ende .png. Denn für iFanView brauchen wir eine PNG-Datei, sonst funktioniert es nicht. So, dann geht ihr auf den Ort, wo ihr es hinspeichern wollt, gebt den Namen .png ein und geht auf Exportieren. So, wenn ihr dann die PNG-Datei habt, geht ihr auf iFanView, also öffnet dies. Es ist eigentlich ein Programm, wo man schneiden, malen, also ein komplettes All-Around-Programm, und da öffnet ihr einfach die PNG-Datei, die ihr da so gespeichert habt. Nehmen wir dies da, und wenn ihr die dann habt, geht ihr nochmal unter Datei, Speichern unter, wählt euren Speicherort aus, gebt euren Namen ein und am besten ist, wenn ihr drin lasst, JPG-Dateiformat. Weil es ist einfach das Beste. Dann, hier auf der rechten Seite, müsste dieser Pegel mal auf 80 sein. Also die Qualität stellt ihr dann auf 100. Und macht hier bei Dateigröße ein Häkchen rein und schreibt 255,00 KB rein. Wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr auf Speichern klicken. Und ihr habt eine Datei, eine JPG-Datei, die nur 255 KB groß ist, die Qualität aber trotzdem genau gleich ist, also fast keinen Unterschied kennt. Zeige ich das mal. Das ist eine PNG-Datei und das ist eine von iFanView JPG-Datei. Die Farben haben jetzt nichts mit dem Programm zu tun. Also wirklich fast kein Unterschied von der Qualität. Und ich seht hier, die PNG-Datei Eigenschaften hat hier 2,93 MB. Und dann die fertige JPG-Datei hat 255 KB. Dann könnt ihr es ruhig raufladen, ohne dass irgendein also da Meldung kommt oder sonst irgendein Fehler kommt. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Lasst mein Abo da und bis zum nächsten Mal.